Die Kaffeedosierung. Im Wesentlichen ist damit das Verhältnis von Kaffee zu Wasser beim Kaffeebrühen gemeint. Warum ist das wichtig? Kaffee ist im Prinzip nichts weiter als in heißem Wasser gelöste aromatische Kaffeepartikel. Und neben Mahlgrad ist eben das Verhältnis von Kaffee zu Wasser entscheidend dafür, wie der Kaffee extrahiert wird. Dieses Mengenverhältnis bestimmt, wie stark der Kaffee schmeckt, aber auch wie intensiv und ausbalanciert er ist. Für Filterkaffee empfehlen wir 60 Gramm auf einen Liter zu verwenden. Das ist für die meisten Brühmethoden eine ganz gute Orientierung und kann dann einfach auf 500 Milliliter oder 200 Milliliter runtergerechnet werden. Aber hier gilt auch, man muss, je nachdem was für eine Brühmethode verwendet wird oder was für ein Kaffee, muss man es ein bisschen anpassen. Wenn jetzt zum Beispiel French Press oder eine helle Röstung verwendet wird, dann bietet sich an, 5 bis 10 Gramm mehr zu verwenden, um den Geschmack wirklich zur Geltung kommen zu lassen. Mit einer Feinwaage kann man natürlich optimal dosieren, aber wenn du es gewohnt bist, mit Esslöffeln abzumessen, dann ist das auch kein Problem. Für eine Tasse mit etwa 200 Millilitern empfehlen wir 1 bis 1,5 gehäufte Esslöffel zu verwenden. Auf einen Liter hochgerechnet sind das etwa 5 bis 7. Was man auch machen kann, wenn man eine Waage hat, die aber nicht jedes Mal verwenden möchte, ist abzumessen mit der Waage, wie viel auf einen gehäuften Esslöffel wirklich drauf passt und mit dieser Grammzahl dann auszurechnen, wie viele Löffel man für einen Liter Kaffee braucht. Das war es erstmal mit dem Thema Kaffeedosierung. Wenn du mehr über Zubereitung, Extraktion oder Mahlgrad wissen möchtest, schau dir auch die anderen Videos aus dieser Serie an.